Traumhochzeit inmitten von Hass und Gewalt, Bujumbura am vergangenen Samstag. Märchenhafter Auftakt zu einem stammesübergreifenden Lebensbund. Der Bräutigam ist Offizier und Tutsi, die Braut eine Hutu. Eine Liebe, eher selten in einem Land, in dem sich die Volksstämme gegenseitig abschlachten. Die Mehrheit Frieden wollen. Die Mehrheit. Ich meine die Hutu und die Tutsi. Die Tutsi-Leute. Sie sind mehr. Ich meine, dass die Minderheit wollen nicht keine Frieden. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwer zu durchschauen in dem Staat der Gewalt. 90% der Bevölkerung sind Hutu, aber die Tutsi kontrollieren die Armee. Diese Macht bekommen die Hutus auch hier in Kamenge zu spüren. Alle Leute, die hier gelebt haben, mussten sterben. Verstehen Sie? 10 Menschen haben in diesem Haus ihr Leben gelassen. Flucht ist kaum möglich. Die Landesgrenzen sind dicht. Viele Hutus sehen in organisierter Gegenwehr die einzige Chance zum Überleben. Die internationale Gemeinschaft hat dem Geschehen hier tatenlos zugesehen. Deshalb haben wir Hutus jetzt angefangen, Milizen zu bilden. Es folgt der ungeordnete Rückzug. Eine Einheit der von Tutsis beherrschten Armee ist im Anmarsch. Es sind 7 Soldaten. Sie haben uns gesehen und kreisen uns jetzt ein. Wir müssen vorsichtig sein. Die haben die Maschinengewehre im Anschlag. Nach den jüngst bekannt gewordenen Massakern an Hutus ist die Armee hier mehr gefürchtet denn je. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute hier Angst vor uns haben. Politiker werden doch auch ständig von Soldaten geschützt. Und die haben keine Angst vor der Armee. Stolz stellen Tutsi-Soldaten ihre augenfälligen Erfolge bei der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung aus. Beutegut aus Kämpfen mit radikalen Hutu-Milizen. Vor willkürlichen Gewaltausbrüchen ist in Burundi niemand mehr sicher. In der vergangenen Woche wurden Journalisten von Hutus überfallen. 3 überlebten schwer verletzt. Kameramann Vincent Francis aus Südafrika wurde erschossen. Die Attentäter müssen von den Hügeln gekommen sein. Diesmal hat es Ausländer erwischt und das ist natürlich besonders bedauerlich. Über die 100.000 einheimischen Toten in diesem Bürgerkrieg regt sich ohnehin niemand mehr auf. Die Opfer sind etwa zu gleichen Teilen Hutu und Tutsi. Im Krankenhaus von Bujumbura liegen die Überlebenden beider Volksstämme gezwungenermaßen einträchtig nebeneinander. Hier kämpft jeder mit seinem eigenen Schicksal. Fast jeder hat Tote in der Familie zu beklagen. Bei den letzten Schießereien ist meine Frau ums Leben gekommen. Und auch meine Tochter ist getroffen worden. Aber sie hat noch Glück gehabt. Sie hat einen Schuss ins Bein abbekommen bei einer wilden Schießerei. Hoffentlich wird sie bald wieder gesund. Ich weiß nicht, wer das war. Ich vermute irgendeine Miliz. Sie haben mit dem Bajonett auf mich eingestochen. Hier können Sie es sehen. Auf den Stationen riecht es nach Fäulnis und Fäkalien. Es mangelt an Personal, viele Kranke können das Bett nicht verlassen. Mancher will es auch gar nicht mehr. Da ist die Delegation des Deutschen Bundestages, die am vergangenen Donnerstag vorbeischaut, erheblich besserer Laune. Die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses, Werner Schuster, SPD, Joachim Tappe, SPD, Uschi Eid, Grüne. Ziel der Dienstreise, Ermunterung zu mehr Demokratie in Burundi. Jetzt regnet es. Wunderbar. Jetzt warten wir noch erst, dass wir Wenn Engeln reisen in Afrika, dann gibt es Regen. Ja, das ist völlig klar. Bei uns sagt man, wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Aber hier ist es anders. Die Kollegen teilen manch angenehme Erinnerung an Afrika. Wir wussten, dass wir beide hier sind, also mit unterschiedlichen Missionen. Und wir haben uns getroffen in so einem Riesenhotel, haben Riesen gefeiert. Und wir haben alle nicht gemerkt, dass da was im Busch ist. Im Busch von Mutumba lebt auch Schwester Benita von den Schönstädter Marienschwestern. Seit mehr als 30 Jahren betreut sie Internatsschüler und Patienten hier in der Ordensstation. So viel Leid wie zurzeit hat Schwester Benita noch nie erlebt. Mit der Sonde gefüttert, Frühgeburt, 7 Monate Kinder. Jetzt haben wir letzten Monat über 10 Kinder
Frühgeburten gehabt. Die Frauen haben einfach Angst. Ne? Und dann kommt irgendwie ein Gerücht, wir werden heute überfallen. Und das arbeitet bei denen. Ne? Und deswegen kommen die Kinder zu früh. Die Aussicht auf Hilfe von oben ist ungewiss. Bestenfalls. Wir sagen, die Lösung kommt vom Himmel. Die Menschen selber, die sind so, es ist eine so verquickte Sache, dass man gar nicht weiß, wie das anders werden sollte. Aber wir beten fest und wir glauben auch, dass der Himmel uns helfen wird. Burundi könnte ein Paradies auf Erden sein. Auf seinen grünen Hügel fällt so viel Regen, dass alle Bauern dreimal im Jahr ernten könnten.